Hallo liebe Gaming-Freunde und willkommen zurück zu Final Fantasy X-2, wo wir uns direkt auf den Weg nach Zernikent machen, unserer letzten aktiven Verbindung. Bin gespannt, was sich da getan hat. Sphero-Jagd in Zernikent, eine Sphero-Anpeilung aus dem Inneren der Ruinen. An so einem Ort wird sich wohl ein wichtiger 1000 Jahre alter Sphero befinden. Ich bin gespannt. This is where we sat, that night, the seven of us. I've never talked about it. I didn't want to share my memories. I wanted to keep that feeling, this place, within me forever. Now look at it. Oh, wow. A tourist attraction. Whose idea was that? Das ist so ein wichtiger Ort für Yuna und Riku. Und jetzt mit anzusehen, was hieraus geworden ist, eine Touristenattraktion, das muss ganz schön wehtun. Jagd nach dem Super Sphero. In den Ruinen von Zernikent wurde ein Spheroid geortet. Finde ihn vor allen anderen Sphero-Huntern. Ziel, finde den Super Spheroid. Oh Mann. Sehr geehrte Besucher. Ist das da oben? Seht ihr den da oben? Den kennen wir. Bitte genießen Sie erst einmal den einmaligen Ausblick. Von der Anhöhe dort. Yuna? Ich kenne dich. You've changed so much, I hardly recognize you. Remember me? Ich weiß, wer du bist. It's good to see you again, Isaru. I'm honored that you remember me. Why are you here? Ah, yes. I've been helping Cid with his work. Don't look at me. Okay. I guide people through Zernikent, once the most sacred of places. People come from all over Spira, Sphere Hunters too. Oh. Ugh, what the heck is Pop thinking? I can see this is upsetting you. Ja, ach. But this is a place of great historical importance for all of Spira. I know, but still. I never wanted anyone else to stand there. Yuna? Nothing. Forget it. If you say so. Ah. I must be getting to work now. Please, take care, Yuna. Ich kann Yuna da voll und ganz verstehen. Und gerade Isaru, er war selbst ein Medium und wollte bis hierher reisen, um die hohe Beschwörung zu erhalten. Und jetzt verstehe ich auch, warum sein Bruder anscheinend so enttäuscht von ihm ist. Wir haben ja im Funguspass über oder mit ihm geredet und er wollte nicht über Isaru reden, weil es ihm anscheinend zu peinlich war. Ich fasse es nicht. Gut. Aber jetzt ist es halt so. Und was denkt sich Cid dabei bitte? Cid ist ja Rikus Vater und Yunas Onkel. Und er weiß doch genau, was wir durchgemacht haben. Ne? Huch! Taro, Hana, you ready? What was the clue again? Oh. Come on! It's key! Alright, let's head out! Ah. Yes, sir! Daran erinnere ich mich noch. An das Codewort, aber ich will noch mal kurz zurück. Da waren nämlich Schergen von LeBlanc. Gut, du tanzt hier von mir aus. Ich gehe einfach mal weiter. Und den kleinen Jungen, den kenne ich auch noch. Which way? That way. Er wird ja hier mit Fragezeichen angezeigt.
Aber ich weiß genau, wer du bist. Es schaut fies aus. Das kleine Äffchen soll fies ausschauen? Glaube ich nicht. Aber wir sind jetzt direkt auch bei den Ruinen. Gehen nicht erst den langen Pfad entlang. Und hier gibt es Gegner. So, Riku ist jetzt meine Weißmagierin. Pain ist Schütze. Und Yuna ist Diebin. Das sind alles die Kostüme, die noch nicht auf 20% sind bei den Einzelnen. Deswegen behalte ich die jetzt erstmal an. So. Und Zennekent hatte auch nur einen Stern. Die Gegner sind ja also sehr einfach. So. Weiter geht's. Ich kam hier noch irgendwie hoch, ne? Ich habe jetzt aber nicht so genau drauf geachtet, ob hier was lag. Schauen wir mal. Ein Hinterhalt, na danke. Ach, sie hat nur Beten und Weißmagie. Ist ein bisschen doof. Vielleicht sollte ich ihr, wenn sie Weißmagierin ist, eine andere Kostümpalette anlegen. Die es ihr erlauben, auch Schwarzmagie oder sowas anzuwenden. Es wäre eine Idee, ist hier aber gar nicht nötig. Weil, wie gesagt, schwache Gegner. Ne, hier ist tatsächlich nichts. Na gut. Damals haben wir hier eine Kiste gefunden. Und die Kinder tummeln sich hier anscheinend zwischen vielen Monstern. Ob das so sicher ist, ich glaube nicht. Aber hey. So. Da sind sie wieder. Lady Yuna. Ja. Do you remember me? Ja, ich weiß, wer du bist. Your posse. You remembered me. This is Hana, and this is Taro. Nice to meet you, Lady Yuna. Aww. What are you doing here? There are fiends around. Guck mal im Hintergrund. Fiends? Ha! Uh-huh, that's right. We're sphere hunters. The Kinder Guardians! The Kinder Guardians! Oh. You here on some kind of treasure hunt? So key must be a clue to finding the treasure. Uh-huh, that's right. Shh, we paid 15 whole gil for that. Oh. Come on, let's go. Dann viel Erfolg, Kinder. Kinder Guardians, move out. See you, Lady Yuna. Der im Hintergrund stört mich. 15 gil for a clue? Ja. 15 Gil. Da. Hab dich. Come in. Do you read me? Also, ich höre dich. Oh, hey, I wanted to double check that clue. It's Mon, right? Mhm. Nah, it's just that I heard some kids saying it was key. Yeah, I figured it was Mon. Over and out. Schlaumeier. The clues are key and Mon. What? The gull wings? Keymon? Monkey! Natürlich! We won't let you off so easily this time. Ist das so? Ich mach dich fertig. Darauf kannst du aber wetten. Leave it to me. So, weg bist du nämlich. Hast schön einen auf den Hintern bekommen. So. Das war's mit dir. Und das war es mit dir. Ach ja, ich hab Spaß. Monkey ist das Schlüsselwort.
Oh, die Kiste ist woanders. Genau die falsche Seite lang gegangen. Da hinten sehe ich auch eine Kiste. Huch! Nichts leichter als das. Aber es ist schon witzig, dass der Typ da nicht selber drauf gekommen ist. Weil der hat Mong und Ki fast hintereinander gesagt und kommt trotzdem nicht auf Affe. Naja, LeBlancs Bande ist nicht gerade sehr behelligt. Megaphönix, danke. So, dann gibt's hier hoffentlich noch was. Nee, da komme ich her, ich Idiot. So, da sehe ich aber auch schon eine Abzweigung nach unten. Sorry. Was für ein überwältigender Ort. Das raubt einen den Atem. Hi. Sag mal, seid ihr zufällig Sveruandor? Nein. Nein, wir sind nur Touristen. Eure Lügen sind so leicht durchschaubar. Ja, ja. Erzähl du mal. Ich mach dich platt. Gullwings at your service. Viel hältst du nicht aus. Ah, wie cool Payne da steht mit ihrer Knarre. Einfach so hochheben, bam, zack. Kaputt. Turned on. Ja. Handgranate. Könnten wir auch mal irgendwann einsetzen. So, aus Spaß. So, da ist eine Kiste. Ich will aber da runter. Ich will da runter. Wieso geht das nicht? Phönixfeder. Lass mich da runter. Los. Ich will da runter. Achso, jetzt geht's. Hier ist nichts. Ernsthaft? Schade. Schade, schade, schade. Na? Time to clean up. Right behind you. Engel gelernt, sauber. Ach, ist das... gemütlich. Ohne Mühe. Ich sag's dir, Payne. Ohne Mühe. So, ich muss mal kurz bei Riku in die Abilities schauen. 7%. So, Erzengel. Ja, braucht man jetzt noch nicht unbedingt. Gesundheit halt die eigenen HP. Ich würde sagen, wir machen mal mit Vitra weiter. Oder Shell? Nee, warte. Ich mache erst Shell. Hallo? Ich quäle keine Kinder. Aber euch mache ich nieder. Beweist das erstmal. Well, well. Ihr seid mit einem Schlag erledigt. Bam. Headshot! Ach ja. Aber nun gut. Die Kiste ist schon leer. Ignis hat es auf Gil abgesehen. Der Affe hat mich beklaut! Was ein Affe? Die Leute hier lasse ich mal jetzt links neben mir liegen. Weil es sind... einfach Touristen, was macht ihr denn da? Naja. Sid gleich erstmal zur Rede stellen. Der muss sich hier irgendwo rumtummeln. Es ist immerhin seine Attraktion. In Anführungsstrichen. Oh Mann. Das gefällt mir nicht, was hier abgeht. The clue is monkey, right? Just a coincidence. Die lieben sich. Stimmt, da war noch was mit Äffchen. Eine Äffchenquest. Scheint verliebt zu sein. Oh. Na? Oh. Mango sieht eingeschnappt aus. Und du? Yang ist verliebt. Oh!
Geh wieder zurück zu ihm. Ey! Hat Mango mich beklaut? Schon wieder. Schon wieder ein Äffchen, das mich beklaut. So, was ist... Upsi. Da hat es ein bisschen geruckelt. Lady Yuna, du glaubst es nicht. Es sind ganze 4 Potions. Oh. Wir haben ganz viele Schätze gefunden. Die Schätze gehören alle uns, der Kindergarde. Och, die sind so süß. Freuen sich über 4 Potions. Wir haben 99 davon. Wenn die das hören würden. Oje, oje. Oh Mann. Ich krieg ein richtig mulmiges Gefühl, wenn ich diesen Ort sehe und dann sind überall Touristen da. Hier sollten wir ursprünglich die hohe Beschwörung erhalten, aber die Astra ist hier nicht mehr gewesen. Und das... Ist das schon Cid? Ja, er sieht aus wie Cid. Hallo Äffchen. Orchidea will einen Streich spielen. Hauptsache, den spielst du nicht mit mir, kleines Äffchen. Heißen die alle Orchidea? Nee, Salamander scheint meckern zu wollen. Gibt's hier noch was? Nein. Hallo, Onkel Cid. Ich hab da was mit dir zu besprechen. Welcome! Well, I'll be if it isn't Yuna! Come to buy a clue from Uncle Cid, have you? Fridina, we dragek! Turning this place into a gift shop? Hello? What, you got a bone to pick? Yeah. Hab ich. So, what's eating you? Well, I can't really say, but it's just not right. Huh? Oh, it's like us turning the ruins of home into a theme park. Huh? I see your point. Yeah. Hau doch nicht ab. Wo ist er denn jetzt hin? Ich glaube, wir waren noch nicht so ganz mit Reden fertig, Onkelchen. Na gut, vielleicht finden wir ihn ja in der nächsten Folge nochmal hier irgendwo rumgurken. Ansonsten suchen wir den Super-Sphäroiden, der hier ja auch noch sein soll. Und was haltet ihr davon, dass Cid diesen Ort hier zu einer Touristenattraktion gemacht hat? Das würde mich mal sehr interessieren. Also, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!